Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 1. Oktober 2017? Mond bewegt sich gerade im Tierkreiszeichen Wassermann und hat eine zunehmende Mondphase. Tierkreiszeichen Wassermann. Die Wassermann-Geborenen fühlen sich unsicher in Liebe, Partnerschaft. Es ist aber wichtig, das in Harmonie zu bringen. Das bedeutet, auf anderen zugehen oder Gefühlen zeigen oder Gefühlen annehmen. Die Wassermann-Geborenen bekommen Klarheit in einer bestimmten Situation und es sind gute Gespräche oder eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Kann auch wichtige Termine sein oder ein vorteilhafter Vertrag unterschreiben, gerade weil das sind auch Chancen und das bringt Glück, gerade bei den Wassermann-Geborenen. Es ist auch ein Heilenergie gerade und diese Lebenskraft spüren die Wassermann-Geborenen. Ein wichtiger Lebensbereich momentan ist die wohnliche Situation und da können sie ihre Ideen verwirklichen. Die Tierkreiszeichen Fischen-Geborenen ist wichtig, dass sie ihren Intuition oder ihren Träume vertrauen, weil das bringt Glück. Die Fischengeborenen können mit einem unerwarteten Ereignis oder einer Überraschung rechnen, aber das ist schön und angenehm. Und liebe Partnerschaft, so ähnlich wie bei Wassermann-Geborenen, sollen das in Harmonie bringen, eine Versöhnung oder auf anderen zuzugehen oder Gefühl zeigen oder annehmen. Das ist auch sehr wichtig. Was noch wichtig ist bei den Fischengeborenen, und das bringt auch Glück, die Lebensfreude oder in Freizeit etwas unternehmen. Tierkreiszeichen Widdergeborenen ist ein wichtiges Thema, die berufliche Situation, aber auch die Liebe, Partnerschaft und das bringen die Widdergeborenen gerade in Ordnung. Sie verspüren jetzt eine gewisse Leichtigkeit, sind auch Chancen momentan da, das in Ordnung zu bringen, in Form zu bringen, eine gute Nachricht, ein angenehmes Gespräch oder ein wichtiger Termin oder ein Vertrag ist gut möglich und es ist Vorteil und es ist angenehm bei den Wiedergeborenen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen verspüren heute ein gewisses Hindernis oder Nervosität. Es ist Unbeweglichkeit da. Die Gespräche verlaufen auch etwas undeutig oder sind es Missverständnisse, also wichtig ist auch ein klärendes Gespräch führen. Wichtiges Thema ist heute, aber auch in der nächsten Zeit bei den Stiergeborenen die Liebe, Partnerschaft. Ab morgen verbessert sich etwas und kommt etwas in Bewegung, haben die Stiergeborenen mehr Glück als heute auch in die Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben Chancen, Möglichkeiten, gute Gespräche, wichtige Termine oder ein Vertrag kann auch ein Vorteil sein und diese Leichtigkeit, diese spielerische Art verspüren gerade die Zwillingsgeborenen. Und die Zwillingsgeborenen befinden sie sich zurzeit in einer Wandlung. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen fühlen sich unsicher oder sind Unklarheiten da, die Gespräche verlaufen nicht so gut oder führen zu Missverständnissen. Kann auch bedeuten, dass die Krebsgeborenen auf eine Nachricht warten oder auf einen Termin und es kommt noch nicht. Es sind dann gewisse Hindernisse da. Ab morgen kommt mehr in Bewegung und kommt auch mehr Klarheit. Es beruhigt sich etwas. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen, wichtig ist hier und jetzt sein. Vergangenheit abschließen und nicht so viel grübeln, was in Zukunft kommt, sondern diese Lebensenergie verspüren, was gerade aktuell ist. Und es gibt Chancen, es gibt auch mehr Klarheit und gute Gespräche
ein wichtiger Termin ist auch bei Löwengeborenen zu erwarten. Sie sollen die innere Ruhe bewahren, weil da liegt die Kraft und das ist sehr wichtig für die Löwengeborenen. Die der Kreiszeichen Jungfrau geboren entsteht in der Liebepartnerschaft eine gewisse Unklarheit, Unsicherheit. Es ist auch wichtig, das in Harmonie bringen, zuhören, auf andere zuzugehen, Gefühlen zeigen oder Gefühlen annehmen und das im Gleichgewicht halten. Die Jungfrau-Geborenen haben gerade einen Vorteil, wenn sie in Freizeit etwas unternehmen. Das kann ein Verein sein oder eine Veranstaltung. Und ein Aufstieg ist zum Erwarten in die nächste Zeit, besonders in beruflichen Situation, aber die liebe Partnerschaft ist auch sehr wichtig, gerade bei den Jungfrau-Geborenen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen verspüren Leichtigkeit. Es ist mehr Klarheit, mehr Orientierung, schöne Gespräche, eine gute Nachricht. Vielleicht nicht heute, aber in die nächste Zeit. Also es ist schon etwas unterwegs und diese Chancen können die Wagengeborenen ergreifen, das in Form zu bringen. Es ist sehr gute Energie für die Wagengeborenen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben Hindernisse. Es ist nicht der beste Tag des Jahres und diese Nervosität oder Unsicherheit spüren gerade die Skorpiongeborenen. Ab morgen ist es besser, kommt auch etwas in Bewegung, kommt etwas im Fluss. Und in den kommenden Tagen haben wieder Gewinnchancen und können die Finanzen gut in Ordnung bringen, die Skorpiongeborenen, aber bitte nicht heute, weil das führt zu Verlust. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen verspüren Leichtigkeit, sie können auch mit einer guten Nachricht rechnen, es sind auch Veränderungen, es kommt auch etwas in Form, es ist etwas in Bewegung, eine kleine Reise, ein Besuch, Kontakte mit Nachbarn, Verwandten, hat einen Vorteil gerade bei den Schützengeborenen und die nächste Zeit kommen die Finanzen und das werden die Schützengeborenen auch in Ordnung bringen. Nicht heute, aber das nähert sich. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen haben Glück in die Liebe, aber auch diese Einsicht jetzt alles oder nichts, wo unangenehm sein kann bei den Steinbockgeborenen, das sind die Gespräche. Entweder kommt eine schlechte Nachricht oder ein Gespräch ist unangenehm oder es sind Missverständnisse, kann auch bedeuten, dass die Steinbockgeborenen auf eine Nachricht warten und das kommt noch nicht und genau das bedrückt die Steinbockgeborenen. Diese kosmische Energie beeinflusst unserem Leben. Aber unserem Schicksal ist nicht im Sternen geschrieben. Das haben wir selbst in Hand und wir bringen das selbst in Ordnung. Aber ein Einfluss von den Sternen kommt doch. Und diese kosmische Energie ändert sich Tag zu Tag. Sogar jede Stunde, jede Minute ist ein anderer Energie und das wiederholt sich nie wieder, das ist einzigartig. Und jeder Mensch ist auch einzigartig und jeder Geburtshoroskop ist auch einzigartig. Wenn Sie wissen möchte, welche Tage sind günstig oder haben Sie einen Termin, das kann ich maßgeschnitten anfertigen bzw. berechnen. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten zu meinem Beratungsinstitut. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.